Das Pentagon hat jetzt spektakuläre Bilder veröffentlicht über den Sturm von US-Sonderkommandos auf das Versteck von ISIS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi. Der Terrorchef kam dabei ums Leben. Er sprengte sich selbst in die Luft, als ihn US-Truppen gestellt hatten in einem unterirdischen Tunnel. Jetzt präsentierte ein oberster Marinegeneral Aufnahmen, Videos von Drohnen, von Helikoptern, die im Einsatz waren. Während des Einsatzes zu sehen ist zuerst eine Aufnahme, wo eine Gruppe feindlicher Kämpfer zu sehen ist, die von Bomben getötet wird. Dann in einer nächsten Szene sind die US-Kommandos zu sehen, wie sie sich dem Versteck in Syrien nähern. Sie laufen zu einer Mauer, die später dann gesprengt wird. Das allerdings sieht man nicht. Man sieht keine Kampfszenen in diesen Videos. Nur dann am Ende eine weitere Aufnahme zeigt, wie das gesamte Gebäude komplett zerstört wird durch US-Bomben. Am Ende bleibt nur mehr eine Trümmerhalde, eine Flache, nichts mehr übrig geblieben von al-Baghdadis Versteck. Natürlich wollte man vermeiden, dass hier eine Art Märtyrerstelle entstehen könnte für ISIS-Anhänger. US-Präsident Donald Trump hat in den letzten Tagen doch eine leichte Erholung in den Umfragen verzeichnet durch den Erfolg der Tötung von al-Baghdadi. Natürlich, der Präsident lässt keine Gelegenheit aus, darauf zu verweisen. Auch natürlich, was den Heldenhund betrifft, einen Armeehund, der bei dem Einsatz verletzt wurde und eine entscheidende Rolle gespielt hat bei der Ergreifung von al-Baghdadi. Jetzt überlegt Donald Trump auch, den Namen dieses Hundes zu deklassifizieren, und es wird bereits geredet davon, dass der Vierbeiner möglicherweise sogar einen Orden erhalten könnte.